Zweites Stück, Allegro Vivo, mit dem Untertitel Unruhig, schüchtern, nicht allzu ausdrucksvoll. Das strukturell verbindende Element in diesem Stück ist zweifelsohne der pochende, punktierte Rhythmus, der durch alle harmonischen Wendungen besteht. Wobei die Harmonie selbst, lebendig unruhig, wie Irrlichter durch die Gegend rast. Bausteine der Harmonik sind großenteils Terzen und Chromatik. Es gibt viel terzenweise Bewegung, die durch Chromatik ausgelockert wird. Wenn man so will, könnte man sagen, dass die charakteristischen Intervalle die kleine Sekunde und die große Terz sind. Mit der Taktart wird recht großzügig umgegangen. Der Grundpuls ist eine 12/16 Taktart, die auch als 4/8 zu verstehen sei. Insgesamt wächst hier das Subjektive sehr stark. Zum einen könnte man die Komposition einen abstrakten Eindruck machen. Zum anderen lädt sie ein zu einem Sog des intensiven inneren Denkens, das sich gegen Ende einmal konkretisiert. Eine abwärts fließende Trillerbewegung erinnert stark an dem ersten Satz von dem ersten Klavierkonzert von Johannes Brahms, wo viele sagen, das Motiv reflektiert so etwas wie heroisches Trauern. Aus meiner Sicht bedeutet das nicht, dass man das ganze Stück im Lichte von Trauer sehen sollte. Vielmehr ist die Musik hier eine Reflexion auf der Oberfläche des Sees, wo das Wasser in ruheloser Bewegung, ohne Rast, herumstrudelt.